Wir sehen die Drohnen. Sie fliegen wie Vögel. Sie kreisen 24 Stunden am Tag. Es sind meistens zwei, oft aber auch drei oder vier. Das Geräusch der Drohnen, es macht uns Angst. Wir können nicht arbeiten, nicht zur Schule gehen, nicht spielen. Nur wenn es bewölkt ist, hören wir sie nicht. Während des Angriffs arbeitete ich gerade auf dem Feld. Alle schrien und weinten. Ein Teil des Geschosses blieb in meinem Bein stecken. Sie brachten mich ins Krankenhaus. Erst als ich abends vom Krankenhaus nach Hause kam, erfuhr ich, dass Großmutter getötet worden war. Es war ein furchtbarer Tag. Man hatte das Gefühl, es ist das Ende der Welt. Ich denke viel darüber nach, warum sie uns unschuldige Menschen töten. Die Lage hat sich so verschlimmert, dass wir nicht mehr zur Schule gehen und nicht mehr spielen können. Die Drohnen waren furchterregend. Vom Boden aus ist es unmöglich festzustellen, wen oder was die Drohnen verfolgen, während sie über einen kreisen. Das Summen eines entfernten Propellers ist eine ständige Erinnerung an den bevorstehenden Tod. Drohnen feuern Raketen, die sich mit Überschallgeschwindigkeit bewegen. Das Opfer einer Drohne hört niemals die Rakete, die ihn tötet. Als wir noch in Waziristan waren und die Drohnen noch flogen, war unser Leben miserabel. Stell dir vor, eine Biene fliegt in deinem Wohnzimmer und summt konstant um dich herum. Allein das ist schon extrem störend. Bei einem Drohnenangriff werden aber zusätzlich komplette Häuser zerstört und Menschen getötet. Das hat einen extremen Hass gegenüber Amerika in den Herzen der Leute kreiert. Nicht nur Hass gegenüber dem amerikanischen Militär oder der amerikanischen Regierung, sondern gegenüber allen Amerikanern. Über 5 Jahre und 5 Tage tötete ich 13 Menschen. Und auf genau diese Art und Weise machst du Menschenleben wertlos. Du zeigst jemanden, dass du ein Menschenleben durch Knopfdruck auslöschen kannst. Als ich jung war, hatte Krieg keine Bedeutung für mich. Er war etwas, der in weit entfernten Ländern und in der Vergangenheit stattfand. Hier war es auf einmal sehr real. Ich war ein Gamer, ein Athlet. Sie brachten mir bei, Leben zu entwürdigen. Ich fühle mich wie in einem schlechten Science-Fiction-Roman. Die Leute wollen den Krieg entmenschlichen und Automaten erschaffen, die ihnen die Arbeit abnehmen. Doch wenn wir dem Krieg die menschliche Komponente entziehen, was hält uns dann noch davon ab, Roboter in ein anderes Land zu schicken und dort die gesamte Bevölkerung auszulöschen? Drohnenkriegsführung bedeutet, dass direkter quasi ein Angriff geflogen werden kann. Bisher heißt es immer, dass am Ende auch Menschen entscheiden würden, dass die Bewaffnung von Drohnen eingesetzt wird. Aber wir kennen die Planung, die es bei der Bundeswehr gibt, zum Beispiel für das Future Combat Air System, was von Drohnenschwärmen, die von künstlicher Intelligenz gesteuert sind, begleitet werden soll. Das bedeutet, dass am Ende nicht mehr Menschen entscheiden und das bedeutet zunehmend eine Automatisierung von Kriegsführung. Deshalb fordern wir keine Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr. Wir fordern eine Ächtung von bewaffneten Drohnen, wie es zum Beispiel Streumunition und bei Minen der Fall ist.